Ich hatte ja schon länger eigentlich mal vor, was über den D-Bus zu erzählen. Und ich habe auch schon Bestätigung zurückbekommen, dass es eine gute Idee ist. Weil Leute was darüber wissen wollen. Ja, was ist denn dieser D-Bus eigentlich? Das ist unter Linux, ist das so ein System zur Interprozesskommunikation. Also der Name steht halt für Desktop-Bus, wobei das Desktop in dem Namen so ein bisschen irreführend ist. Das sehen wir gleich noch. Interprozesskommunikation dient ja eigentlich dazu, so dass sich Prozesse oder Programme untereinander halt unterhalten können. Da gibt es in der Unix-Welt halt verschiedene Mechanismen, wie man das machen kann. Viele machen das über Pipes oder beziehungsweise FIFOs. Dann gibt es Leute, die machen das über Network oder über Unix-Sockets oder einfach irgendwie über einen Shared Memory-Bereich, also einen Bereich, auf den im Speicher halt, auf denen halt beide oder mehrere Programme Zugriff haben. Aber das Problem daran ist, man muss sich immer so ein Interface dabei ausdenken, wie man seine Daten da ablegt. Und das macht halt dieser Desktop-Bus, dieser D-Bus macht das schon. Der führt nämlich einfach so eine Konvention ein, wie man seine Daten da ablegt. Und zwar indem man halt so Typen, wie man das so von Programmiersprachen kennt, so Int und Strings und Arrays und Dictionaries definiert darauf. Und dann weiß die eine Seite, was sie da reinstopfen kann, und die andere Seite, die weiß dann auch, was da rausfällt. Und dieser D-Bus, der wird auf, ich sag mal, eigentlich allen Linux-Systemen, die es heutzutage gibt, seit 2002 oder so, 2005, wird er eigentlich benutzt, also zum Beispiel um Desktop-Notifications anzuzeigen oder um Media Player zu steuern oder um Power-Management zu steuern oder um Power-Management halt zu sagen, dass man halt gerade jetzt nicht runterfahren will oder in Suspend-to-Disk gehen will, weil gerade irgendwas läuft, was wichtig ist, was nicht unterbrochen werden darf. Oder der UDEV, der verkündet darüber, wenn Geräte angeschlossen werden. Oder der Avahi, der verkündet darüber, wenn er neue Rechner im Netzwerk findet. Oder der Systemd, der lässt sich darüber steuern. Und vieles anderes mehr. Genau. Die Features davon, genau. Also der Desktop-Bus, der setzt da so ein bisschen so einen objektorientierten Ansatz drauf. Das heißt, es gibt irgendwie Methoden und Eigenschaften und Signale und Objekte, sozusagen so Instanzen von Interfaces sind. Das heißt, jedes Programm, was sich über D-Bus fernsteuern lassen will oder was irgendwie über D-Bus ansprechbar sein will, das erstellt erstmal so ein Interface, in dem es halt sagt, welche Methoden, welche Properties, welche Signale es hat, und erstellt dann Objekte, die dieses Interface implementieren. Und von der anderen Seite gibt es halt die, ja, weiß nicht, Leute oder Programme, die dann halt dieses Interface benutzen, und die rufen sozusagen die Methode, die Properties und die Signale auf diesen Objekten auf. Und das Ganze gibt es dann halt auch noch mit Introspektion. Das heißt, zu jedem Objekt kann ich automatisch rausfinden, welches Interface es implementiert und auch welche Methoden darauf verfügbar sind. Das heißt, wenn ich nicht so genau weiß, oder wenn ich jetzt genau wissen will, was dieses Objekt für Interfaces implementiert oder für Methoden implementiert, dann kann ich da einfach so reinschauen und gucken, was mich so interessiert. Das sehen wir auch gleich noch. Genau, also muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ne? Methoden sind einfach, macht Dinge mit Parametern. Properties und sowas wie, gib mir mal Eigenschaften, die du gerade irgendwie hast. Signale sind ganz interessant. Da kann man sich nämlich drauf binden, und man wird sozusagen dann benachrichtigt, wenn so ein Signal auftritt. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man, also wie ich vorhin sagte, irgendwie so ein Avahi-Daemon läuft im Hintergrund und findet halt Rechner im Netzwerk. Dann schickt er einfach ein Signal, hier, ich habe einen neuen Rechner gefunden. Und die andere Seite, also die daran interessiert ist, die muss dann halt nicht die ganze Zeit immer gucken, gibt es da jetzt neue Rechner? Nö. Gibt es da jetzt neue Rechner? Nö, immer noch nicht. Sondern die wartet einfach, bis dieses Signal kommt.
Genau. Das Ganze ist natürlich auch mit Access Control versehen. Das heißt, man kann bestimmen, welche Benutzer welche Dinge aufrufen sollen oder welche Properties sehen können und welche Signale sie sozusagen kriegen. Auf der obersten Ebene gibt es das sogar als einmal als System Bus und einmal als Desktop Bus. Das heißt, dieser System Bus, der existiert nur einmal auf dem System. Und da geht im Prinzip alles rüber, was so systemweit gesteuert wird. Also zum Beispiel, wenn neue Hardware erkannt wird, dann wird darüber über den Systembus ein Signal gesendet. Oder sowas wie Power Management, das läuft auch über den Systembus. Und auf der anderen Seite halt dieser Desktop-Bus, der basiert, also der existiert pro Benutzer, der angemeldet ist, genau einmal. Und das sind dann halt so userspezifische Dinge wie der User hat gerade einen Media Player offen und den will er darüber fernsteuern. Das geht dann zum Beispiel über den Desktop-Bus. Oder halt zum Beispiel auch so solche Desktop-Notifications. Genau. Zusätzlich gibt es so ein nettes Feature in einem Service Activation. Das heißt, wenn man so einen Service implementiert und der müsste jetzt sozusagen immer gestartet werden, dann muss man den nicht selbst starten, sondern wenn auf das Interface zugegriffen wird, dann startet der Dbus das von alleine sozusagen. So transparent für den Benutzer oder für den Benutzer, der dieses Interface benutzen will. Das Ganze läuft dann halt prinzipiell auch über Netzwerk, also nicht nur auf dem Rechner lokal. Das heißt, im Prinzip könnte ich auch jetzt hier im Netzwerk meinetwegen Drucker fernsteuern per Dbus oder so, wenn die das anbieten. Ich habe es leider noch nirgendwo gesehen, aber es gibt wohl Leute, die das machen. Also gerne so in Embedded-Bereichen oder so, habe ich es gehört, wird das wahrscheinlich eingesetzt. Genau. Gibt es dazu erstmal Fragen? Nein, nicht. Okay. Achso, was ich noch dazu sagen will, dieses System wird halt implementiert, indem pro Bus ein Dbus-Daemon im Hintergrund läuft, der halt so die zentrale Nachrichtenverteilung für den entsprechenden Bus vornimmt. Also das heißt, wenn ich eine Nachricht schicken will, dann läuft das so, dass im Hintergrund sozusagen eine Nachricht an diesen Dbus-Daemon geschickt wird. Und dieser Dbus-Daemon leitet sie dann an das entsprechende, an das andere Ende weiter sozusagen. Genau. Das dafür. Es gibt so mehrere Tools, mit denen man das benutzen kann. Also einmal gibt es auf der Command Line diese Tools Dbus Monitor und Dbus Send. Die sind relativ krude zu benutzen. Man kann die benutzen, wenn man will. Die Ausgabe ist relativ gut parsbar, aber man kann das in Shell-Skripten verwenden, aber man muss da so ein bisschen. Also die Ausgabe ist ziemlich komplex halt einfach, dadurch, dass die ganzen Typen und die Arrays und so abgebildet werden müssen und so. Wenn man was Grafisches dafür haben will, dann gibt es dfeed. Ich gucke mal eben, ob ich das hier finde. Kann ich hier irgendwie. Habe ich das da offen? Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal hier so einen Tab für den System Bus und einmal so einen Tab für den Session Bus. Ich kann da mal so gucken, was in dem System Bus so drin ist. Hier sehe ich zum Beispiel meinen Netzwerkmanager. Also dieses Interface Netzwerkmanager, das implementiert, wird von diesem Network Manager implementiert, der jetzt hier gerade nicht in meinem Tray sichtbar ist. In diesem Interface sind ganz viele, ja, Objekte, also Instanzen sozusagen drin, die ich jetzt mal aufmachen kann. Wahrscheinlich am sinnvollsten ist dieses hier. Und hier sieht man schon, dieses Introspectable Interface wird von diesem Objekt implementiert und da kann man halt auch direkt reingucken, kriegt so Daten zurück, wenn man diese Methode aufruft. Aber wir gucken mal in dieses Interface hier rein. Und da sehe ich eine ganze Latte von Optionen hier und Methoden. Wir können ja mal gucken, hier ist diese Methode Wireless Enabled. Ach, die ist jetzt wahrscheinlich hier drüben. Ich muss kurz dieses Fenster suchen. Tja.
Ich starte dieses Ding mal neu. Okay, machen wir das nochmal anders. Super, geht's alles schon? Ja, nee, ich. Naja, das scheint ein Problem mit meinem Grafikkabel zu sein, deswegen. So. Ach Gott. Jetzt ist es hier rübergerutscht. Da ist es. So. So, wo waren wir? Auf dem System Bus beim Network Manager. Und dieses Objekt und dieses Interface. Wireless enabled. Ah, das wird mir hinter angezeigt. True. Das ist ja gut. WWAN enabled sollte jetzt entsprechend auch true sein, obwohl ich keinen WWAN habe. Hm. Okay. Aber wir können zum Beispiel die Version auslesen. Das ist 1.0.2. Oder wir können auch mal ein paar Dinge aufrufen hier. Zum Beispiel get devices. Ah, da kommt dieses Fenster, das ich haben wollte. GetDevices nimmt genau keine Parameter und gibt mir ein Array von Objekten zurück. Mal gucken, was passiert, wenn ich es aufrufe. Ah, okay, ein Device 0, ein Device 1, ein, okay. Also das sind jetzt Object Paths im Prinzip. Diese hier, die ich hier gesehen habe, ich kann das ja mal im Vordergrund behalten. Device 0 ist hier zum Beispiel. Kann ich mal reingucken, das implementiert ein anderes Interface. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, disconnect. Mal gucken. Ah, This device is not active. Okay. Aber wir können mal rausfinden, wie das heißt. Interface. Das ist, oh, ja, das Loopback-Device. Okay, das ist vielleicht nicht so interessant. Dann gucken wir mal in das nächste rein. Interface 1. Ah, das ist zum Beispiel ein Wired-Device hier. Das sieht man schon an dem Interface wahrscheinlich. Disconnect. This device is not active. Okay, na gut. Dann machen wir das Ganze mal mit dem nächsten. Das sieht nach einem Wireless-Device aus. Sind wir mal sicher? Und das ist WLAN 0, genau. Hier, disconnect ist. This method did not return anything. Aber ich sehe jetzt hier auf meinem Hauptscreen, dass ich keine Netzwerk-Connection mehr habe. Okay, warte. Gut. Ja, so sieht das aus. Also dieses Tool ist ganz praktisch, wenn man mal so durchgucken will, was es so gibt. Auf dem Session-Bus ist vielleicht noch mal ein bisschen interessanter. Was haben wir denn hier so? Power Management. Obwohl das eigentlich eher auf einem System Bus verortet wäre. Na, ich gucke mal eben. Das ist ein Userland bei XFCE alles. Bitte? Bei XFCE ist das Power Management im Userland. Ja, genau. Ja, wir können ja mal gucken, was er so für Infos kriegt. Ah, okay. Ja, XFCE Power Manager. Okay, gut. Was ich eigentlich machen wollte. Ich habe da so einen Media Player laufen. Nennt sich GuayaDeck. Ach so, ja genau. Hier sieht man schon dieses Interface org.mpris.mediaplayer 2. Das ist so ein generisches Interface. Und das kann jeder beliebige Media Player implementieren, sozusagen. Und über dieses Interface, egal wie dieser Media Player im Endeffekt heißt, kann ich ihn jetzt versteuern. Könnte ich ihn jetzt wahrscheinlich versteuern? Mal gucken. Cute. Oh, doesn't exist. Okay. Gucken, ob ich ihn stoppen kann. Ups. Okay. Na gut. Eine Demo ist keine Demo, wenn nichts funktioniert, ne?
Gut, gehen wir wieder zurück. Zu meinen Folien, da sind sie. Ja, und natürlich gibt es für jede beliebige Programming Language gibt es irgendwie Bindings dafür. Die für Python sind dann ganz toll, die basteln dann dynamische Klassen damit, sodass du halt das Interface, was über das DBus exportiert wird, also direkt halt in Python benutzen kannst, so als Klasse. Das ist ganz praktisch. Genau. Ja, Demo-Time habe ich gemacht. Dann wollte ich noch mal kurz auf den KDBus eingehen. Der KDBus ist gerade in Entwicklung, auch von dem Herrn Lennart Pöttering, ist sehr umstritten und deswegen ist auch noch nicht so ganz klar, ob das jetzt aufgenommen wird in den Linux-Kernel. Und man will damit im Prinzip die ganzen Nachteile, die durch diesen DBus-Daemon im User-Space sozusagen auftreten, will man jetzt sozusagen dadurch, dass man den DBus in den Kernel zieht, sozusagen will man diese Nachteile halt umgehen. Und da gehören zum Beispiel dazu so High Latency zum Beispiel. Ja? Also wenn ich so einen Prozess im User-Space habe, dann habe ich einmal eine höhere Latenz, als wenn ich direkt im Kernel laufen würde. Dementsprechend auch weniger Throughput. Das heißt, ich kann da irgendwie höchstens Kontrolle oder so ein paar einfache Properties abfragen. Aber ich kann zum Beispiel nicht einfach mal so Daten drüber schicken, die zum Beispiel für einen Media Player hier spielen wir mit diesem File ab oder sowas. Ne? Dazu kommt dann auch, dass jeder Methodenaufruf, den ich so habe, das sind 10 Memcopies und 4 Context-Switches, das heißt viermal zwischen Programmen wechseln und 10-mal Stuff hin und her kopieren, ist schon ziemlich viel. Außerdem muss dieser DBus-Daemon halt explizit halt erstmal gestartet werden als Service halt und ist dementsprechend gar nicht erst verfügbar, wenn man direkt bootet, sondern erst nachher. Und diese ganzen Kernel-Security-Frameworks wie AppArmor und SELinux, die sowieso im Kernel laufen, die brauchen halt immer so eine Anbindung für das User-Space, damit sie darüber Informationen preisgeben können. Ne? Und es wäre doch viel toller, wenn man das direkt im Kernel haben würde und gar nicht erst diesen Umweg gehen müsste. Das heißt, man hat dann auch im Prinzip eine kleinere Latenz und kann dann Gigabytes von Daten einfach so über diesen Bus drüber tun halt. Ne? Und es stört keinen, weil das höchstens 2 Kopien sind. Also es gibt so eine Obergrenze von 512 Kilobyte, die sie da irgendwie experimentell ermittelt haben. Wenn das Payload unter 512 Kilobyte ist, dann reicht es sogar, wenn sie einfach gar nicht kopieren, sondern einfach sagen, hier, da liegt der Speicher, hol dir den. Genau, und dementsprechend auch nur 2 Context-Switches, das heißt einmal vom Sender in den Kernel und einmal vom Kernel in das empfangende Programm. Und dementsprechend ist es halt auch direkt, wenn der Linux-Kernel da ist, halt auch schon verfügbar. Nachteil ist halt, dann ist es nicht mehr netzwerktransparent, das heißt, ich kann nicht einfach mal so mit dem Kernel-Debus sozusagen nach außen auf andere Rechner gehen. Aber das ist eh egal, weil der alte Debus, der ist ja dafür noch benutzbar. Genau. Wer sich für den KDBus interessiert, dem würde ich hier diesen kleinen Talk von Lennart, 45 Minuten Talk von Lennart Pöttering empfehlen, Anatomy of KDBus. Der ist von der Pfosten im letzten Jahr. Und er erzählt mal so ein bisschen, wie sie sich das so vorstellen und wie sie das so implementiert haben. Das ist sehr interessant. Mhm. Jo, das wär's von mir. Noch Fragen? Okay.